warum man Messenger-Dienste, wo 80% der Kommunikation darüber läuft, nicht verfolgen kann und warum wir nicht der Polizei diese Instrumente in die Hand geben, um hier erfolgreich und noch erfolgreicher zu arbeiten und noch zielorientierter arbeiten zu können, insbesondere dort, wo man weiß, dass wieder mehrere Wertkartenhandys im Spiel gewesen sind und wo wir ganz dringend etwa Autokennzeichenerfassung, letztendlich Videoüberwachung brauchen, in einem Setting, wo andere Länder schon längst nachgerüstet haben, um dort die Polizeiarbeit zu unterstützen. All jene, und insbesondere auch die SPÖ, die das jetzt noch nicht begriffen haben, gefährden die Sicherheit in ganz besonderem Maße. Und ich denke, für uns und liegt, ist der Kampf gegen sie besonders schwer zu führen. Und hier in diesen vorliegenden Deliktsgruppen, da geht es um schwere Gewaltverbrechen, da geht es um Erpressung, um Schutzgelderpressung, da geht es womöglich um Brandstiftung und da geht es auch um Waffen. Ich sage das nur mal mit aller Deutlichkeit. Alle, innerhalb und außerhalb des Parlaments, die sich gegen diese gesetzliche Anpassung regeln, planen einen Anschlag auf die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher und geben ihnen nicht die Möglichkeit, dieselbe Sicherheit zu haben, die andere Länder haben, beziehungsweise nicht am Stand der Technik zu sein. Es ist für uns das A und O einer effizienten Polizeiarbeit. Und ich denke, dass die SPÖ hoffentlich jetzt umdenkt und noch einmal klar an diesem Fall auch sieht, wie wichtig und notwendig und nicht, dass einfach einer Fantasie oder eines Wunsch eines Innenministers entspringt, sondern dass der knochenharten Arbeit einer täglichen Konfrontation mit dem schwersten Verbrechen ganz notwendig ist, um die Sicherheitslage in Österreich zu verbessern. Ich bin nicht über jeden Status der neuen Verhafteten informiert. Sind es Asylberechtigte, wo bereits das Verfahren eingeleitet wurde, den Asylstatus abzuerkennen? Und selbstverständlich werden sie abgeschoben. Und wer einen dementsprechenden aberkannten Asylstatus ist, hat auch ein Einreiseverbot nach Österreich. Ist gar keine Frage. Noch dazu, wenn er sich einer schweren kriminellen Tat schuldig gemacht hat. Also dort geht nichts. Da sehen Sie ja, wie notwendig es ist, die Außengrenzen der Europäischen Union wirksam und die Schengen-Grenzen wirksam wirklich kontrollieren zu können. Der Rechtsstaat braucht ein ganz striktes Gewaltmonopol. Und wenn man meint, man kann den Verbrechern und Terroristen, die im Mercedes fahren, mit der Pferdekutsche zu begegnen, dann ist das ein Irrtum. Und dem kann ich nur entgegenhalten, was General Lang gerade gesagt hat, 20 Jahre, sagen Sie mir einen Missbrauch. Ich fürchte mich nicht immer permanent vor Missbrauch, ich fürchte mich davor, dass die organisierte Kriminalität sich hier festsetzt. Das ist meine Sorge, meine allererste Sorge. Und die teilen 80% der Österreicherinnen und Österreicher mit mir.